der Landespartei DAG, der Alternative für Deutschland, kurz AfD, am Samstag begann mit einer Pressesperre. Kurz nach der Eröffnung wurden Medienvertreter und Gäste plötzlich vor die Tür gebeten. In totaler Ungewissheit haben die Journalisten eine neue Krise in der Parteispitze vermutet. Der mit Verspätung angereiste Bundesvorstand Gauland schaffte auch keine Klarheit. Die Gründe der offenbar heftigen Streitereien in einem abgelegenen Güstrower Hotel blieben geheim. Es gab halt eine interne Diskussion über bestimmte Dinge, die die Öffentlichkeit nichts interessieren. Und da sind die Diskussionen etwas heftiger gewesen als normalerweise. So viel steht fest, es gibt keine weitere Zerreißprobe für die AfD. Ganz im Gegenteil, die Flüchtlingskrise lieferte der Partei einen perfekten Stoff zur eigenen Profilierung. Durch heftige Kritik an der Bundesregierung und sämtlichen politischen Kräften im Lande hofft die AfD, sich mehr Gehör bei den potenziellen Wählern zu verschaffen. Eine völlig unkontrollierte Einwanderung von Menschen, von denen ich nicht weiß, wo sie herkommen und von denen ich auch nicht weiß, wer sie sind. Damit ist ein riesiges Sicherheitsrisiko geschaffen. Und wie Sie in Frankreich an den Anschlägen sehen, ist das auch dann die Folge von einer solchen Politik. Ja, wir brauchen natürlich sichere Grenzen. Das ist jetzt der erste Schritt. Wir haben sehr viele Flüchtlinge bereits aufgenommen. Die Bayern schätzen für dieses Jahr mehr als 2 Millionen Flüchtlinge. Die EU bis Ende 2016 nochmal 3 Millionen. Und das müssen wir natürlich stoppen. Auf der Straße kommen solche Botschaften inzwischen relativ gut an. Doch neben der verunsicherten bürgerlichen Mitte fühlen sich dabei auch rechtsradikale und rechtspopulistische Gruppierungen besonders stark angesprochen. Die AfD versucht, sich gerade von Letzteren klar zu distanzieren. Wir nehmen beispielsweise generell keine früheren NPD-Mitglieder auf. Wenn im Aufnahmeverfahren Vormitgliedschaften verschwiegen werden, haben wir sofort satzungsmäßig die Möglichkeit, diese Mitglieder auszuschließen. AfD steht Pegida überhaupt nicht nahe. Ich habe immer deutlich erklärt, wir sind nicht der parlamentarische Arm von Pegida. Wir sind diejenigen, die auf diese Menschen zugehen, die dort demonstrieren. Wir haben mit den Organisatoren gar nichts zu tun. Also keinerlei Verbindung zu, ich weiß noch nicht mal, wie das, Wertzig, Schwerin-Wertzig, oder? Ja, nee, gibt es keine Verbindung. Der genaue Einblick in das neue AfD-Programm offenbart eigentlich nichts besonders Neues. Je nachdem, was den Wähler gerade ärgert, in einem der Programmpunkte findet er sicherlich ein Quantum Trost. Doch in der Tat ist die Alternative vielmehr die Neokonservative. Die CDU, wenn Sie sich anschauen, wo die stand vor 20, 30 Jahren, da war sie deutlich konservativer und hat sich damals auch als Partei der Mitte bezeichnet. Also wenn man so will, sind wir die neue Mitte, also die CDU, die es vor 20, 30 Jahren gab. Auf der Straße jedoch spielt die AfD gerne mit politischem Zündstoff. Die Botschaften mögen zwar aus dem Fundus der früheren Christdemokraten stammen, klingen aber im Jahre 2015 ganz anders. In erster Linie muss natürlich der Nationalstaat stehen, nach wie vor. Und wir sehen es doch in den diversen Krisen, von der Euro-Krise bis zur Asylkrise, dass alle anderen Staaten ihre Interessen vertreten. Nur Deutschland mit Frau Merkel tut es einfach nicht und das ist doch total blauäugig. Deshalb geht die AfD mit einer klaren Forderung in den Wahlkampf. Merkel muss gehen. Unter diesem Motto schafft sie es vielleicht in viele Landesparlamente, auch in den Bundestag. Doch um Alternativen oder Lösungen für aktuelle Probleme geht es der AfD nicht. Darum sollen sich gefälligst die anderen kümmern. Das ist Sache der CDU-Fraktion. Wenn sich die Partei von Merkel trennt, dann muss sie einen Nachfolger finden. Aber das ist Sache der Partei und nicht ich werde dazu nicht Stellung nehmen. Schlau. Und wo sieht sich dann die AfD selbst? Wir sind eine reine Oppositionspartei und werden das noch auf viele Jahre sein. Wir haben gar nicht vor zu regieren. Außen rechtspopulistisch, innen erzkonservativ oder umgekehrt. Jedenfalls stellt sich die Frage, ob Deutschland gerade eine solche Alternative tatsächlich braucht. Und was ist da eigentlich überhaupt alternativ?